So, jetzt haben wir das tolle Buch, wo wir uns ja irgendwie hier, wo wir einfach so wissen, hier wegen den komischen, dass es irgendwie noch nicht wirklich was bringt. Ich mag ja irgendwie die Musik mehr, muss ich mal so zugeben. Physik. Ich erwarte keine Physik in so einem Game, wenn ich ehrlich bin. Umso schöner ist es, dass wir es Physik haben. Und wenn das bis jetzt nur bei den Fässern ist. Tschüssi. Wir haben ja jetzt eine Map, also dürfen wir auch hoch. Warum kann ich nicht auf die Seite hin? Die ist viel schöner. Vor allen Dingen, da ist ein Fisch. Fisch. Ich will zum Fisch. Das so schlimm sieht es ja auch nicht aus, aber ich will trotzdem darüber. So, unser neues Zuhause. Oh, da wohnt ja schon wer. My, what a splendid day to be alive. Can you feel it too? Of course you can. You know what you want to make it even better. My petals, obviously, I simply adore them. Are you the gardener here? Tis, tis. Do I look like a sheep? Of course I'm the gardener. I tell you, what if you should we find a whole lot of petals? Bring them here and I want you handsomely. When I say a lot of petals, I mean at least four. Go find more petals. Shoo shoo. Wir sollen petals, also petals blüten. Haha, blöder Fisch. Oh. Ich mit meiner großen Klappe. Physik. Ha. Was? Der ist böse. Vor allem, das ist Oma. Müsste das nicht jetzt auch irgendwo? Ja, hier. Ja, das Buch ist blank. Und ich dachte, dass wir jetzt Mob-Einträge oder sowas bekommen. Falsch geraten. Aber ein Kristall. Ken Gamston. Durable like precious jade. Press M to metalize metal blocks. Oh. Das ist natürlich interessant. Wir können Blöcke materialisieren jetzt. Ich mag den nicht. Genau das. Ich trau diesen Dingern nicht. Also jetzt haben wir keinen Rückweg mehr.
Also Blumen sind unsere Feinde. Wie man sieht, ich habe sehr schnell gelernt. Mich überhaupt nicht. So. Ich verstehe. So. Blumen. Da geht's noch höher. Aber wie kommen wir da hoch? Ich mag keine Blumen. Ich habe was gegen Blumen inzwischen. Okay, so musste das also aussehen. Und das ist doch bestimmt... Oh. Ha! Böse. Aber gut zu wissen, dass man das Ding auch zerstören kann. Das war mir nicht nun so nicht bewusst. So. Hier sind wieder Blümchen. Die Sache ist halt, wo müssen wir eigentlich hin? Ich würde ja sagen, hier ist so eine Art... Ja. Da. Also wir müssen da irgendwo oben hin. Hier ist nämlich ein Sch... Schieb ihn rein, schieb ihn rein. Danke. Das ist auf jeden Fall interessant, dass man sogar hier sehen auch... Upsa. Dass man auch sowas ausnutzen muss. Dann, ja. So kann man dann auch hier rein. Rose Castle. Sieht sehr einladend aus. Vor allen Dingen, das ist auch so ein komischer Grün und wir brauchen die. Aber, ja. Hm.
Nö, also. Wir können halt nur einen. Das ist gerade so. Ey, der Winde bin ich jetzt extrem schlecht. Beim Springen oder ich weiß auch nicht. Okay, hier, das sollten wir hinbekommen. Das Problem ist einfach hier wieder. Aber hier ist ein Schlüssel. Kein Plan. Also hier bräuchten wir den Schlüssel. Ja, kein Problem, das Ganze. Man sollte vielleicht ein bisschen mehr aufpassen, aber kein Problem, das Ganze. Immer schön Safety. Wir spielen sowas von Safety. Ein Schieberätsel, also einfach nur. Nett gemacht auf jeden Fall. Aber da ist ein Orb oder irgendwas anderes da drüben. Uff. Mann, ich wollte eigentlich, dass er auslöst und das Skelett trifft. Man muss halt wirklich aufpassen mit den drei Leben. Mit den drei Leben ist nicht zu spaßen. Und da kein Leben zu verlieren, ist glaube ich auch nicht so leicht. Vor allen Dingen. Verdammt. Die haben nicht aufgepasst. Der Tod zählt nicht. Er zählt nicht. Ich habe nicht aufgepasst, also zählt der Tod mal nicht. So.
Ah. Verdammt. Ich verstehe, was man machen muss, nur das war jetzt blödes Timing. Weil wahrscheinlich wird das hier auch immer anspruchsvoller, also von daher. Also wer hier so Jumpen ran mag und so ein bisschen kleine Rätsel, also das, der findet hier alles, was er will. So geht das nämlich. Uff. Ich hatte die Vermutung, dass wir jetzt dabei drauf gehen, wenn ich ehrlich bin. Oh, das ist eine Abkürzung. Das ist eine Art Hebel. Na, dich haben wir auch. Das ist nicht schwer. Und hier müssen wir wegen Fichi aufpassen. So, der tut uns nichts. Aber das hier, da kann man nicht durch. Sehr schön. Ja. Was auch immer das ist. Blue Gamsong. Climbing like the eternal sky. Press M to create agile metal bubbles. Agile metal bubbles? Das ist nur hier. Ah. Wir können hier wechseln. Also zurzeit brauchen wir die Bubbles. Bubble Man. Okay.
gesagt Bubble Man. So, dann machen wir wieder Bubble Man. Und unsere erste Truhe. Oder auch nicht. Kann mich nicht öffnen. Gemeinheit. Okay. Zeit für Bubble. Die Frage ist das hier. Okay, jetzt kommt die Leiter von hinten. Das irritiert ein bisschen. Hier waren wir aber schon. Und da sind wir tot. Aber da ist schon wieder eine Leiter gewesen. Also die Leiter hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Eine Blume? Eine Rippblume? Sieht nicht sehr einladend aus, wenn ich ehrlich bin. Oh, sein Schild. So geht's. Okay. Das ist positiv. Also sie... Hier ist gerade off. Oh Gott. Verdammt.
Was habe ich jetzt übersehen? Hallo. Irgendwie, achso, ich hätte mit der Bubble auch hoch können. Siehst du, ich habe hier eine. Ah, hier ist noch was. Das habe ich so ganz außer Acht gelassen. Ich habe da gar nicht mehr dran gedacht, dass da oben was ist. Und man hätte auch... Oh. Ja, neues Spiel, neues Glück, wie man so schön sagt, oder... Neues Spiel, man muss es erstmal lernen. Und da ich das jetzt gerade mal... Upsa. Ich spiele jetzt noch nicht mal eine Stunde und dann... Das könnte man sich halt wirklich merken. Okay, ich könnte auch einfach drüber springen, wäre vielleicht einfacher. Wenn ich mich jetzt ich bin ein Jump'n'Run-Meister, würde ich mal sagen. Es gibt 10 von 10 Punkte. Wie jemand widerspricht mir. Wie gesagt, Jump'n'Run-Meister. Ich stürze mich in jede Feuerkugel. Und in jedes Schwert. So. Ist gemein. Der ist über meinen Kopf gelaufen. Der ist einfach über meinen Kopf gelaufen. Ich bin doch kein Fußabtreter. Oh. Verdammt. Moment. Gemeinheit. Das war eine Falle. Das war eine miese Falle. Das ist jetzt, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Lala.
Ich wollte es doch eigentlich nur ein bisschen antesten. Ich schaffe das nicht mal. Oh Mann. Mano. Ich nehme mal dieses Pedal. So. Und hier darf ich halt nicht sterben. Aber das ist halt leichter als gesagt. Ich würde mal sagen, für den ersten Eindruck hat es definitiv gereicht. 23 Tode hat auch schon gereicht. Oh Mann, ich sollte mich schämen für meine ganzen Tode. Aber ich würde mal sagen, es ist ein schönes Spiel, also optisch sehr ansprechend. Und wie man sieht, es hat hier noch sehr viel Verstecktes. Wie den Schlüssel. Hat. Oh, Schild. Interaction of Robustus lets you walk on him to the hazardous muscles. Press B to use the ability to charge. Charged by holding down the same button. Oops. Aber ja. Das ist auf jeden Fall interessant. Also hier bekommt man auf jeden Fall noch einige Zauber mit der Zeit, die recht interessant sein könnten. Vor allen Dingen, damit das ganze Castle hier leicht gemacht wird. Und wenn man sich mal die anschaut, wir haben nur einen Bruchteil bis jetzt erkundet, also von daher einfach mal reinschauen, würde ich mal sagen. Und den einen oder anderen könnte es bestimmt gefallen.